Benutze den Ohrwurm. Sing das Lied, Luke. Nein, niemals werde ich das tun! Obi-Wan hat dir nie erzählt, wo deine Wurzeln liegen. Er hat mir genug erzählt. Er hat mir gesagt, ich stamme aus Schleswig-Holstein. Digga, das passt einfach perfekt, Junge. Es ist nur die halbe Wahrheit, Luke. Du wurdest auf Sylt geboren. Nein. Das ist nicht wahr. Vor allem die Hintergrundmucke ist so geil, Alter. Das ist nicht wahr, niemals! Sing das Lied, Luke. Du weißt, dass du es tun willst. Nein! Nein! Geiler Mix zwischen Star Wars und, ja, wie heißt es, von Gigi D'Agostino. Hab grad Alzheimer. Aber ihr wisst Bescheid, Freunde, ihr wisst, was ich meine. Das Imperium schlägt zurück. Luke, du wurdest auf Sylt geboren. Geilste Stelle, Alter. Digga, die Stimme ist auch richtig gut, Alter. Snickling, da ist ordentlich einen rausgehauen. Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Star Wars Busters. Es war einfach mal wieder lange überfällig, euch einen guten Hirnbums zu bescheren. Und zu Beginn dachte ich mir, ich beleidige doch einfach mal gleich alle eure Mütter. Was, Bruder? Eure Mütter sind so fett, ne? Sie haben Jabba ohne irgendeinen Anzug gespielt. Oh! Aber der Schock darüber, dass eure Mütter wirklich so fett sind, ist nichts im Vergleich zu dem Schock, den Luke Skywalker erlitt, als er über die wahre Natur der Sith aufgeklärt wurde. Luke. I've shoved this fist right up the Emperor's ass. No! Ja, ihr habt richtig gehört. Luke ist homophob, der muss gecancelt werden. Dann ist es auch nicht verwunderlich, warum er sich bei der unterlassenen Hilfeleistung bei seinem Vater schuldig gemacht hat, nicht? Was, Bruder? Ganz genau, Freunde. Ihr habt das wahre Ableben von Darth Vader nie gesehen. George Lucas hat es euch verheimlicht. Doch ich decke diesen Skandal jetzt Jahrzehnte später auf. Mit Beweismaterial. Hey! What are you doing? I want to look on you with my own eyes. Dude, I will die if you take that mask off. Yeah, nothing can stop that now. What? Just get me to a hospital. Man, you look so funny. I'm dying, Luke. Please take me to a doctor. No, you're not coming with me. I will leave you here. You've got to save me, son. I already have, Father. How? In what way? Well, I need to go. See you later, Vader. Wait. Tell your sister I love her. Nope. Well, Father gone. Carry on. Jetzt seht ihr mal, was für ein verlogener Sack Luke eigentlich ist. Aber eins muss man ihm lassen. Er hat seine Rolle sehr gut gespielt. Er hat sich sehr überzeugend geweigert, den Sylt-Song zu singen, um ja nicht die Leute auf die Idee kommen zu lassen, dass er randgruppenfeindlich ist, nicht? Yeah. Übrigens war einer der Clipper eben von Alfox. Checkt gerne seinen Kanal ab, der macht echt nicen Content. Wenn jemand dich fragt, ob du Cis bist, my allegiance is to the Republic, to democracy. Das werde ich mir als Antwort merken, du. Freunde, ich habe einen krassen Leak für euch. Jetzt wo Bad Batch vorbei ist, haben ja einige spekuliert, dass Omega in den Live-Action-Bereich kommt. Würde ja auch zum aktuellen Star Wars-Kurs passen. Und tatsächlich hat Disney bereits die passenden Schauspieler gefunden. Super! Wenn es um Star Wars Universum geht, dann ist ja ein sehr beliebtes Format auf YouTube und generell ein interessantes Gedankenspiel, was wäre wenn, nicht? Ich selber habe schon einige Was wäre wenns auf meinem Kanal veröffentlicht, doch es gibt da so ein paar, die auch unerwähnt blieben, wie zum Beispiel, was wäre wenn Darth Vader dem Jedi-Rat beitreten würde? Joined our council. A new member has. What's up? Howdy. Hello there. Hi, I'm Darth Vader. You killed many younglings. But we do not grant you the rank of master. What? Sorry, I can't hear a thing in this suit. Jesus, listen up! We do not grant you the rank of master, sucker! This is outstanding. It's fair. Take a seat. Young Vader? Oh, okay. Man, that's a great seat. By the way, how are your legs, Darth? Well, haven't seen them in a while.
Oh, almost forgot to ask. How's Padme doing? Well, you killed her. Dang. That's a downer. Well, Padme gone. Carry on. Alphax, da hast du aber mal wieder einen rausgehauen, du. So wie Padme bei Lukes Geburt. Yes! Look, I got it. Great. Let me hold that for you. Whoops. Yikes. Nein, Spaß, die hat ja zwei rausgehauen. Here, don't drop it this time. Shut up. Here, Padme, isn't it beautiful? Where is the other one? By the way, Freunde, ist euch mal aufgefallen, wie Dooku einfach in dieser Folge von Clone Wars 2003 fliegt? Oh, they fly now! They fly now? They fly now! Weiß ich jetzt nicht, ob das in dem Maße machbar ist für Machtsensitive. Vielleicht drückt er halt quasi mit der Macht den Boden von sich weg, ne? Was meint ihr? Schreibt es unten rein. Aber ich glaube, das ist so ein Fall von, ist gar nicht mal so schlecht, dass es nicht mehr Kanon ist, nicht? Du wirst reinkarniert als einer dieser Charaktere, ein Jahr vor Rache der Sith, mit all deinem Fanwissen. Wen wählst du? Also Freunde, ich denke, das ist eine recht einfache Sache. Ich nehme natürlich Annie, um dann für den Rest meines Lebens Padmes Cheeks zu klappen. Ich meine natürlich, die Galaxis vor Palpatine zu bauen. Ist ja klar. Aber Freunde, es hat nicht sollen sein und so wurde Anakin vom Schrumpelsack aufs Übelste manipuliert, so dass er mal wieder seine Frau gechoked hat und manche Casual-Fans von Star Wars denken dann halt, Padme ist deswegen gestorben, was natürlich Bullshit ist. Manche Wannabe-Experten meinen, sie ist gestorben, weil sie ihren Willen zum Leben verloren hat oder so ein Scheiß. Ich sag euch jetzt, was die Wahrheit ist, Freunde, beziehungsweise ich zeig sie euch. Hey, Did you just land on your vagina? Baby, what you talking about? You literally just jumped a two-story drop onto your vagina. Baby, don't worry. Mom's got some strong vagina bones. Well, okay, I just don't want anything bad to happen to you. For reasons we can't explain, we are losing her. She's dying. We don't know why. Grüße, Pawana. Wie kann ich... Oh, was zum Fick ist denn mit dir passiert? Der Bruder wurde einfach gemobbt und ist deswegen zur dunklen Seite gewechselt. Und nein, ich werde auch nicht müde, mich über diese lächerliche Live-Action-Darstellung lustig zu machen. Und meine damit auch nicht den Schauspieler, Leute. 3, 2, 1, go! Doch Freunde, wenn wir schon bei Kenobi sind, es sind soeben neue Details ans Licht gekommen, wie die ursprüngliche Kenobi-Trilogie aussehen sollte, die ja letztendlich in die Show, die wir bekommen haben, umgewandelt wurde. Und was soll ich sagen, Freunde, das klingt einfach so viel besser als das, was wir wirklich bekommen haben. Das ist echt nichts für schwache Nerven, aber wenn ihr es aushalten könnt, checkt es hier im Abspann ab, es wird sehr spannend.